Moment, mal sind die Klos größer geworden? Ach du. Okay, ich glaube, wir müssen irgendwann mal hier dicht machen. Damit wir erstmal alles wieder neu streichen können und so. Okay. Good job. Wir sollen die Bushaltestelle wieder aufbauen. Okay. Oh, das war knapp. Was anderes sagen? Weißt du, da kriegen sie nicht das, was sie suchen und schmeißen sie hier erstmal Müll hin. War in Zukunft auch so. Ja, wir haben kein Eis mehr. Wir haben gar nichts mehr. Pretty much what I ask for. Ui. Gut. Wie viele Menschen haben denn hier immer einen Platten? Hier lag da noch mehr Müll. So. Wollen wir erstmal die Tanke kurz dicht machen? Und hier kurz in Ruhe streichen? Super. Ding ist, wenn ich halt zumache, gehen die Kunden einfach. Und lassen sich nicht mehr fertig bedienen. Das ist irgendwie doof.
You're amazing. Gerade sind jetzt so viele auch noch da. Schau mal kurz zu. Auch wenn die Kunden dann jetzt abhauen. Aber ich schaff's nicht. Okay. Ich schaff's jetzt nicht, die Kunden zu bedienen und die Tankstelle fertig zu machen. Dann können wir in dem Atemzug die Werkstatt auch direkt mal streichen. Würde ich sagen. So, hier müssen wir anfangen. Super. Muss man sich ja voll merken. Das Lager könnten wir eigentlich auch mal streichen. Aber vielleicht mache ich das auch mal offline. Oder machen wir das jetzt? Aber dann ist es halt einfach nur streichen, 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 streichen. Ich wollte den Balken nicht. Ich glaube, man kommt hier nicht mehr raus aus dem Rad des Streichens. So, wir hatten die Pfosten, hatten wir in der Farbe, glaube ich. Ja. Nee, das geht nicht. Ich glaube, das war das Rot. Nein, war es nicht. Gott sei Dank kostet das Streichen kein Geld. Aber vielleicht wird das ja nochmal geändert irgendwann. So.
Dann müssten wir das haben. Okay, das scheint wenigstens die richtige Farbe zu sein. Aber gleiche Farbe. Was machen wir jetzt hier drin? Au. Tankstelle von innen müssen wir noch streichen. Ist ein bisschen dunkel, das Blau, aber normalerweise hier ist ja auch noch kein Licht, ne? Das wird ja... wahrscheinlich mit Licht ein bisschen heller. Meistens ist es zumindest so, dass Licht heller macht. So, ich hatte hier draußen auch gekleckert, ne? Nee, scheint nicht. Was ist das, orange? Und der Rest war weiß. Wo ist Dennis? Ey! Wieso zählt das denn nicht, wenn ich ihn damit bewerfe? Tschüss! So, endlich haben wir ihn mal verjagt. Wollen wir mal die... die ungesunde Ecke machen wir mal hier hin. Bisschen nachbestellen können wir rein theoretisch. Wie baue ich denn die Bushaltestelle auf? Und wo ist die? Was kostet die?
Oh. Wir könnten eine zweite Tanksäule. Was hat die Stelle? Kostet bloß 100. Ein einziger Bus kann eine ordentliche Menschenmenge aufbringen. Was soll's. Touristenbus. Ich werde die beiden Gebäude hier abseits der Aufnahme mal streichen und herrichten. Das bringt jetzt nichts, wenn ich hier in der Aufnahme eine Stunde lang nur streiche. Und ich würde dann in der nächsten Aufnahmerunde euch das zeigen. Wie es denn dann aussieht. Wir haben jetzt einfach mal dafür Geld ausgegeben. Ich weiß nicht, ob das clever ist, weil wir jetzt rein theoretisch bei der Werkstatt wohl auch Öl wechseln können. Müssen wir natürlich auch... Hier ist ein PC. Partybus! Toll, wir hatten geschlossen. Ja. Ich würde sagen, wir machen für jetzt an dieser Stelle Aufnahmepause. Wir sehen uns definitiv noch wieder. Ich möchte das Spiel gern weiter mit euch spielen. Und beim nächsten Mal zeige ich euch dann, wie das Lagerhaus und wie die Werkstatt aussieht, wenn denn dann alles gestrichen ist. Und dann öffnen wir die Tankstelle wieder und machen weiter. Ja? Das ist doch ein Deal. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr habt auch Bock und mich würde schon interessieren, ob wir Carwash, ob wir irgendwann hier auch noch eine Waschanlage haben werden. Was ist das hier eigentlich? Ist nur die Fahrstrecke von... Okay, ist nur die Fahrstrecke von dem Auto. Was ist das aber hier für ein Geräusch? Ist das das Öl? Ölmühle? Ich weiß nicht, wie das heißt. Okay, das geht nicht. Ja, in diesem Sinne. Schaut es euch nochmal an, wie das hier alles aussieht. Ich räume auch oben mein Zimmer auf. Wir gucken uns nochmal kurz das Zimmer an. So sieht's aus. Kommt der ganze Müll raus. Das Lager wird aufgeräumt. Also schön gemacht. Und die Werkstatt. Die wird auch schön gemacht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Und ich habe sehr viel Spaß an dem Spiel. Und möchte es unbedingt noch weiterspielen. Also ihr Lieben, macht's gut.